so, making a triumphant return. You again. Mike, can you hear me? I'm getting your feelings. Buzz off, Hope. He does like to talk, that one. But jeepers, that was some showdown. Didn't go like I thought. How so? Okay, pop quiz. You get a special treat if you can tell me who showed Noel the Oracle Drive recording. I'm guessing you? Boy, I really underestimated the Shadow Hunter. I never expected he'd sabotage the prophecy himself. After you went to all that trouble to set it up, my heart bleeds for you. Hey, don't get me wrong. I didn't want it to go down any more than you. I'm happy it didn't. The world in that prophecy wasn't real. It was just a pretty fake. Like this god of yours, Benevelza, you know he's not omniscient. There are some things even he can't see. Things he can't see? Things like this? Oh, you're sharp as a knife, aren't you? When did you get to know so much about things? Still, I wonder if God knows his servant has our own agenda. You don't know what you're talking about. How's life on the surface? Yo guys, what's up? The Blue Gangsta is back with the 9th part of Lightning Returns. So, hier schön sammeln, hier wird's für euch sehr, sehr gute Sachen geben. Dann einmal mit Hope sprechen natürlich. Über Noel. If the prophecy in the Oracle Drive is true, then maybe I should have died. That would be the best if it brings out the best possible future for everyone. I'm not so sure about that. The moment you die, you'll have failed in your mission as savior. And that, in turn, means you could not save Noel's soul. What would happen to him then? You're saying those images in the Oracle Drive weren't real? Those scenes where everyone looked so happy and safe? They were no more than just a pretty fake. They were just pictures. There's no way to see into the hearts of the people you saw in them. Über Mog? That wasn't very nice, now was it? What you did to poor Mog? It looked like it hurt. I couldn't help it, I just reacted out of instinct. I don't go in for people hugging me, or Moogles, even if I'm glad to see them. I think you actually enjoyed the hug. You just lashed out to cover your embarrassment. Am I right? Hope, you better drop it. You're treading on dangerous ground now. Und Vanille. Vanille and Fang turned into a giant crystal pillar, and together they held up an entire world. We were all supposed to be in it together, but in the end, the entire burden fell on their shoulders. So you see, they have to be helped. We don't have any choice. We owe them. Alles klar? Oder hat er noch was zu labern? And he's been living together with the other Moogles. I'm really happy for him. Ja, gut. Hier könnt ihr nochmal lang gucken wegen Bossfights, wenn ihr was verkackt habt. Und wir gehen direkt back. Wir haben jetzt so viel Zeit bis 18 Uhr, bis was passiert. Luxurian können wir jetzt noch nicht so viel machen. Yusnan auch nicht. Das ist mir im letzten Part klar geworden, als ich da durchgelaufen bin. In den Wildlands. Will ich ehrlich gesagt noch nicht machen. Und deswegen gehen wir mal dahin, wo wir noch nicht waren. Gehen wir mal dahin, wo wir noch
nicht waren. Die letzte freie Map. Erinnert mich dran. 18 Uhr, Usnan. Gott, war das eine kranke Introduction für die Map. So, Teleport da. I'm afraid that this is your stop. Ja. Lightning. It doesn't look like anyone else got off here but you. Ja. Well, this is a shock. A tourist? You could say that. Hate to break it to you, but there's nothing worth seeing in this desert. Why? Ja, als ob. Du hast keine Ahnung. The vessel that'll summon the souls of the dead. A summon souls, you said? That's promising. Bunch of nonsense, if you ask me. They've been searching for that. I don't recommend diving. Thanks for the. So. Why don't you find those bandits? Jetzt erstmal hier. Es gibt hier Sandbanditen, so Wüstenblume, Wüstenrose. Die findet man an einem Ort, an dem wir sowieso hin müssen. Das sage ich euch dann. Man kann auch, man muss halt, das stärkste Monster hier, das stärkste normale Monster hier besiegen. Dann Wüstenblatt. Genau, Trockenschuppe, das sind billige Monster. Kaktopuppe, ja, hier gibt es auch Kaktoren. Wie im, so gut wie in jedem Final Fantasy. Verbotener Tropfen. Goblot, das sind die Fellknäule der Wüste. Totengebiss sind Skelette in den Ruinen. Eidechsenschwanz, das sind Eidechsen, die laufen hier rum, da die schneidet man einfach in zwei Hälften und nimmt die andere Hälfte mit. Das erledigen wir sowieso schnell. Ja, von denen gibt es dann entsprechend viele. Und drei Totenköpfe, ja, die sind auch in den Ruinen. Gott, wir sind hergekommen, haben schon so viele Nebenmissionen. So. So, hier kann man kaufen, verkaufen, aber das juckt keinen. So. Hier, Kaktor, das ist kein Kaktorenrätsel wie bei Final Fantasy X zum Beispiel. Die sind Teleporter und da gibt's genug. Also die Karte ist insgesamt so groß und hier sind diese Räuber, ja. So, deswegen gehen wir jetzt einfach mal geradeaus durch. In die Ruinen brauchen wir nicht gehen, das können wir dann später machen. Da hier das Wüstenfellknäuel. Ja, ich mach das mit dem Nostalgia-Kostüm mal wieder weg. Kampfgarnituren. Zack. Zack. So. So schnell geht es.
So, hier ist das die Eidechsen, da ist eine riesen Chaos-Ansammlung. So, und jetzt seht ihr, unbewertetes Objekt, das kriegt man auch manchmal. Zuerst nehmen wir das hier. Wir machen das Chaos hier kaputt, das regt mich auf. So, geht doch. Und rein ins Chaos. Yeah. Jetzt wird's krass. Ja, ist halt nein. Oh nee, gegen den habe ich gar keinen Bock. Ich dachte, das wäre jetzt das eine der, von dem ihr diese Wüstenrose da kriegen könntet. Aber dem ist nicht so. Ich weiß gar nicht mehr richtig, was war das beste Element gegen den. Blitzfinale. Kriegt der gar keinen Schock? Anscheinend nicht. Ah doch. So, jetzt können wir ihn fertig machen. Ja, dann geht's schnell, wenn der Panzer weg ist. Naturpanzer. Aber den muss man eigentlich gar nicht killen, außer man will ihn ausrotten, so. So. Weg mit dir. Schon wieder unbewertet. Ah. Nee, kein Bock mehr auf dich. Ja gut, auf das eine Ding da können wir scheißen. Mist. Nee, wir gehen jetzt nicht außen rum, wir gehen zurück. Ich will diesen Kaktor da aktivieren. Ja, fatz ab, keine Lust auf dich. Du dauerst mir zu lange und du bringst mir zu wenig. So. Nummer 2. Ja. Alles klar. So. Jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Hier müsste es eigentlich auch noch eine Truhe in der Nähe geben. Da ist ein Kaktor. Seit wann gibt es hier in der Nähe Kaktoren? Die sind eigentlich immer ganz anders. Renn doch nicht weg. Hey. Hallo. Scheiße. Nein. Renn nicht weg. Mist, das war jetzt mein Fehler. Komm, bleib. 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 Nein. Nein. Verdammt, der lockt mich irgendwo ganz anders hin, wo ich... Ja. Ach Gott. Von denen muss man, glaube ich, nur 10 killen, um. Oder so. Um den letzten von ihnen zu bekommen. Jetzt sind wir halt wo... Ein bisschen weiter weg. Mist. Auf jeden Fall, dieses Special Item ist hier, aber das ist noch locked. Da können wir noch nicht hin. Und ihr werdet auch gleich sehen, wieso. Und da vorne, was ist das da vorne? Eine Truhe, gut. Aber das war nicht die, von der ich vorhin gelabert habe. Ja, und hier, das ist einer von den billigen Monstern, wo wir... Oh, shit. Eigentlich das Einfachste, was ihr gegen den machen könnt, ist warten, bis er kommt, abblocken, dann ist er direkt im Schockzustand und dann könnt ihr direkt draufhauen und er ist weg. Okay, so schnell kriegt ihr ihn zwar nicht weg, aber er ist auf jeden Fall schwach. Und von denen müsst ihr irgendwie 30 kaputt machen und dann könnt ihr das an der Wunschtafel da abgeben, also so wie ich es gemacht habe. So, da ist noch ein Monster. Krass, dass der mich nicht gesehen hat. Ha. Okay. Eben. So, jetzt da hoch. War hier die Truhe? Nein. Aber ihr hört sie doch auch, oder nicht? Hier ist sie. Ist es wieder? Gar kein Bock auf dich, sorry. So, nächster Kaktor. Wir haben jetzt 3, oder? So, Gottes Zorn. 1, 2, 3. Genau. Dann fehlen uns noch 4, 5, 6, 7. Und ganz am Ende wird hier, da wo dieser grüne Punkt ganz rechts an der Karte ist, auch noch einer sein. Aber das ist jetzt total unwichtig eigentlich. Ich wollte es nur mal gesagt haben. So. Jetzt müssen wir hierhin, um zu diesem
Sandbanditen zu kommen oder wie auch immer die heißen. So. Und hier ist aber ein Sandsturm. Und da kommen wir einfach nicht durch. Was soll der Scheiß? So, hier ist irgend so ein Ding. Aber da kommen wir nicht weiter. Ein Monument scheint etwas mit dem Sturm zu tun zu haben. Eine Inspektion des Monuments bringt dich jedoch nicht weiter. Hm. Jetzt müssen wir wahrscheinlich außenrum. Kommen wir da außenrum hin? Ja, wir sollten am besten... Das sollten wir am besten machen. Denn hier kommt uns was entgegen, das ich euch auf jeden Fall zeigen muss. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig anfangs für diese Wüste. Und den machen wir schnell kaputt. Warten, bis er rausspringt und ganz nah bei euch ist. Müsst ihr gutes Timing und einen guten Camera-Enkel haben. Und ich war zu langsam. Okay, das hätte ich jetzt so oder so nicht blocken können. Na komm. What the fuck? Na komm. Ja, mach doch. Ja, ist mir zu blöd. So. Ja, ihr fragt euch, warum, wenn das so schnell geht. Ich wollte es halt nochmal zeigen, damit ihr wisst, wie und so. Aber passt. Und ich stoppe mit Absicht die Zeit nicht, denn ich will so schnell wie möglich nach Yusnan zurück. Ihr wisst es. So. Das kriegt ihr anfangs nicht so hin. Egal wie OP ihr seid, vertraut mir. Selbst auf leicht, glaube ich. Schon wieder ein unbewertetes Objekt. Was ist da los? Warum ich? Seht ihr das? Genau deswegen sind wir hierher gekommen. Denn mit diesen Dingern könnt ihr alle Stürme, wie auch immer, auf dieser Map sozusagen beheben. Die gibt es dann nicht mehr. Und nicht nur das, sondern es wird auch später in den Ruinen Wege geben, wo ihr auch nur weiter könnt, wenn ihr so einen Teil dafür abgibt. Und die kann man zwar später dann kaufen, ja, für Geld halt und so, für Gil, aber das kommt erst später dran. Und wenn ihr halt da schnell irgendwie durch wollt und nicht extra warten wollt, bis es irgendwie angeboten wird, dann solltet ihr das direkt hier in der Wüste sammeln. Und wieso hat der mich zuerst getroffen? What the fuck? So. Okay, hier ist schon der nächste Red Cactor. Und hier sollte eigentlich auch das stärkste normale Monster überhaupt auftauchen. Dafür müssen wir, glaube ich, den hier zuerst platt machen. So. Dann gibt es hier eine extra Mission, und zwar hier. Da tauchen nämlich die ganzen Kaktoren normalerweise auf. Aber dafür müsste ich jetzt das, was ich eingesammelt habe, hergeben. Das wollen wir aber nicht. Hier gibt es dann auch noch Cyberdrohnen und alles. Aber dazu kommen wir noch. Wir gehen jetzt erstmal außen rum. Wir nehmen zwar den längeren Weg, but who cares? Ich wollte euch das auf jeden Fall einfach mal zeigen. Und dieses Monster, das ich euch die ganze Zeit zeige, taucht einfach nicht auf. So. Aber das ist schon mal ein guter Zeitvertreib hier. Anstatt irgendwo rumzurennen und doch nichts zu schaffen. So, wo sind wir denn? Immer ab und zu mal auf die Karte gucken. So, da vorne ist ein Händler. Hier sind... Ah, Gott. Und ja, dieses Viech hier ist genau das gleiche wie in Luxarian. Das heißt, wenn ihr Schwierigkeiten habt, dieses Viech in Luxarian zu finden, kommt einfach hierher und macht es hier platt. Falls es Rewards in Luxarian für den gibt an der Tafel, kriegt ihr die auch, wenn ihr ihn hier dafür platt macht. Keine Angst.
Ich will diese Viecher so schnell wie möglich loswerden. So. Zum Händler müssen wir aber nicht, denn wir haben genug Items. Und bis jetzt habe ich nicht wirklich einmal ein Item benutzt. Und glaub mir, das wird am Ende, also für mich war das sehr, also das hat mich sehr pissig gemacht, gerade mit dem Monster, mit dem Ausrotten, weil ich habe so viele Monster ausrotten können, aber den irgendwie nicht, weil er irgendwie gar nicht mehr gekommen ist. Der war irgendwie gar nicht mehr da. Und deswegen macht es so früh wie möglich mit gerade den Monstern, weil die werden später so gut wie gar nicht mehr auftauchen und so. Wenn ihr schon, sag ich jetzt mal, nah am Ende seid. So. So, jetzt. Ja. Considering how they've been tracking me, I don't think I'll need to introduce myself. So, you noticed. Yes. It looks as though they've been... What should I steal? Ja, die sind hinter mir her, ohne dass wir die sehen können. To the victor, this... Schon als ich vor dem Sturm da war. Gehen wir mal hier rum. Weil hier sollte es eigentlich... Ne, das Item gibt's weiter hinten, aber das brauchen wir jetzt sowieso nicht. Ist es dieses Monster? Nein, ist es nicht. Aber hier sollte auch dieses stärkste normale Monster auf der Map auftauchen. Da oben ist eine Cyberdrohne, ihr seht es. Da ist gerade ein Monster aufgetaucht, ein Kaktus. Erstmal ablenken. Und zack, du entkommst mir nicht. Sehr schön. So. Also die verfolgen uns auf jeden Fall immer noch. Genau, das ist er. Genau der. Genau du. Der wird sehr schwierig für euch sein. Und ihr müsst den... für eine Wunschtafelmission nur 10-mal besiegen. Ihr werdet schon bei einem kranke Schwierigkeiten haben und ich baue gerade fett Scheiße, weil ich sollte elementaren Angriff gegen ihn benutzen. Und das ist der einzige Gegner, bei dem ich achte, dass ich mich gut verteidige, weil diese normalen physischen Angriffe, die sind völlig egal. So, sobald ihr ihn geschockt habt, schwächen mit alles, was ihr habt. So, und dann fett angreifen. Okay, das bringt bei dem irgendwie nichts. Und der ist der Einzige, der bei dem es wirklich auch was bringt, dass er öfter geschockt wird. Erstens das und zweitens kann er euch eure Stats nehmen und gleichzeitig seine eigenen aufbauen, so wie ihr gerade gesehen habt. So. So, einmal zack. Einmal zack. Und zack. Dass der so einfach hier ist, das ist einfach krank. Eine Wüstenrose. Seht ihr? So. Jetzt sind wir da. Aber hier gibt es oben noch Items, welches. Da ist auch noch ein Kaktus, den wir aktivieren können. Dann sind es nicht mehr so viele, die wir brauchen. So, Eidechsenschwanz. Endlich mal. Ja, da hinten habe ich es doch gewusst. So. Jetzt sind wir da.
das Hauptquartier dieser. Ich weiß immer noch nicht, wie ich sie nennen soll. Erstmal hier den Kaktor demian, ja. Ja, wir hätten das da hinten auch machen können. Der mit dem Zimmer dran vorbei. Also den da hinten. Dann hätten wir hier 1, 2, 3, 4, 5 und den da. Da müssen wir sowieso noch. Ja, das. Dann haben wir alle. Und ihr werdet später sehen, warum das so wichtig ist. Ja, die labern nur Scheiße. Der labert auch nur Scheiße, aber der hat auch eine Mission für uns. So, der labert uns voll. Der hat einen Kollegen, der hat ihn verlassen. Ich bin der bessere Ladenführer oder wie man das auch nennt, Geschäftsmann oder weiß ich. Der hat keine Ahnung, finde den für mich und sagt ihm, ich bin der bessere, bla bla bla. Energieeinheit, das, davon werden wir auch noch viel brauchen. So. Der labert nur Scheiße. Und gleich kriegen wir mit, wer uns verfolgt hat, denke ich. Dafür könnten wir noch hier hoch, dann da gibt's Items. Von dem kriegen wir. Nein, nicht dem. Hier gibt's noch einen kleinen Jungen, der was verloren hat und es gerne wieder haben möchte. Ist auch eine kleine Mission, aber die ist ziemlich flott erledigt, dann, wenn wir wieder rausgehen. Der hat irgendwie ein Teleskop oder, ja, Teleskop oder sowas verloren. Und das kriegt er von uns wieder, wenn wir wieder Richtung die roten Kaktoren da gehen, die wir nicht aktiviert haben. So, ja, jetzt ist gut. Ah. Okay. Jetzt. Hier, der war's. Why hello. Looks like it's your first time to our humble home. Welcome. Do you need a guide? That's exactly what I need. That and some answers to a few questions I have. A woman who knows what she wants. Fire away and I'll do my best. Rumor has it that you bandits might be able to tell me about the Holy Clavis. Hmm. So you know who we are. From what I can tell, you don't look like one of those order lackeys. So what possible use could you have for the Clavis? Why should I have to tell you that? You shouldn't, and you don't. You're not one of us, so you can do whatever you want. But I won't be telling you nothing. If you want to know what we know about the Clavis, you'll just have to join our gang, Monoculus. Have you ever wanted to be a bandit? Now's your chance. Not that we'd let just anyone join us. But we'll at least let you try out. If you don't like that, then I think you know where the exit is. And that's all I've got to say about this. Name's Adonis, by the way. If you want to attempt the trial, just say the word. I'll explain everything you need to know. So. If you want to find the Holy Clavis, you ready? Ja, natürlich. Then you know where the. Ja. Wollte ich doch gar nicht. So, jetzt. Los geht's auf die Mission. It's been causing us nothing but grief out here, to say the least. Make it stop. That's your test. Off you go. Make it stop? The wind? Do you want a bandit or a holy woman? Oh, fine. Make me explain it all. Look. That thing's not exactly natural. People call it God's wrath. It's magic or a curse or something. If you can trigger the stone monument near it, you should be able to control it, including making it go away. If you know that, why haven't you taken care of it, instead of asking a stranger? What? You think a human can control the weather? That's just crazy talk. Now go and give it your all. Best of luck. Beat the monster near the stone monument, and you'll get the key that activates it. And that's the last freebie you'll get from me. So if you want into the bandit gang, you'll have to defeat a monster. Are you serious? And somehow use that monument to stop God's wrath. Hearing what Adonis had to say about it didn't sound like anything a normal person could do. You're right. So, jetzt gehen wir zu Gottes Zorn, weil das war nämlich das direkt vor dem Sandsturm. Und zwar hier. The way was completely blocked by that sandstorm. You should be able to get
Ja, komm, die machen wir noch. Okay, die sind weg. So. Komm schon, wo bist du, Monster? Ja, weil dieses Monster da auch so hart ist. You know what? Fuck it. Sorry, aber ich hatte einfach keinen Bock auf den gerade. So. Huh. Is this the key? Is this how you activate that monument? That's the theory, yeah. It's called a crux and supposed to fit right into the monument and switch it on somehow. But not just for anyone. According to all the tales, only those chosen by God can make them work. Don't tell me you can actually make it work. Well, shoot, I never thought you'd be able to do it. So you're the real deal. You actually got the crux to do its thing. Yes, the boss was right, as usual. You've got some strange kind of power that the rest of us just don't. Your boss? I don't remember being introduced. You haven't, but we've been keeping tabs on you ever since you stepped off the train at the station. But I suppose I should let the boss explain the rest in person. Cause, honestly, I don't want to get blamed for spilling the wrong things. So does that mean I'm in? I said the boss will explain in person, didn't I? You think just anyone gets in to see her? Welcome to the gang. You are now officially part of Monoculus. Genau. Part of Monoculus. So. Das benutzen wir dann später bei den alten Sandsturm auch. Und dann ist alles ok. Ne, es gibt insgesamt drei, aber die können wir alle stoppen. Eins haben wir ja über. So. Jetzt labern wir jetzt noch mit dem Boss und dann sollte alles ok sein. Schon wieder jemand, mit dem wir davor nicht labern konnten. Und unwichtiger Bullshit. Once you've got your hand, we pay good money. Looks like you had it. So, sechs Stück. Der geht auch ab. Hier müssten eigentlich noch mehr Leute sein, die irgendwas von mir brauchen, von wegen Mission und so weiter. Okay, noch nicht. So wie es aussieht, aber das kommt noch. So, jetzt gehen wir erstmal zu dem Boss. You feel me? So where's your boss? Tell me about your boss, man. I wanna see your boss. Here she is, boss. The new recruit with the crazy powers. It was just like you said, the crux lit up like a candle. Perfect timing.
Glad you could make it. Took you long enough, didn't it? Fang. What? No hugs and tears for an old friend? Not like I'd expected, though. If you'd shouted Fang and hugged me, I might have had a heart attack on the spot. Yeah, you guys know each other. But I'm glad to see you're still the same. It's been a long time, after all. Though I guess a part of you has changed. You're more than just human now. You're on a mission from God now. Right, Savior? So you know who I am. Isn't it nice not having to explain things? Yeah, I heard all the stories hanging out with the God Squad in Luxurian. They love talking about their Savior. You were with the Order, but ditched them to come out here to be a gang leader. Those priests aren't exactly my kind of people. I stuck around to look after Vanille, but then something else came up. I'm after the Clavis now. It's been sealed away for ages, though, and no one's got even close to it. I was beginning to think I'd have to give up. But then you came along and worked your magic with that Crux. How about we team up? I want to get that Clavis before the Order does. Help out a friend, Lightning? How could I refuse an old friend? It'll be like old times, right? All right. I'll show you what we have on the ruins. We've got lots to talk about. Like what the Order is up to. And Vanille, too. Anyway, we've got ourselves a deal. If you're going into those ruins, I'm coming too. We'll get that Holy Clavis. And take down anyone that gets in our way. So that's your boss, huh? So the boss turned out to be someone you knew, Erba Yun Fang. You once fought alongside her many years ago. You do realize that you did too, right? Yet you sure make it sound like it has nothing to do with you. Well, yes, we did fight together once. We found the entrance and it's near that one statue. I'm pretty sure we did. Yeah, whatever. All right, lads. Dig the sand out of your ears. Was wir jetzt noch machen? Ganz schnell, bevor der Part endet. You know what? Fuck it. Dafür haben wir den nächsten Part noch über. Wir haben noch nicht 18 Uhr. Fang rennt auch nicht weg. Ich mache hier einen Cut. Das war jetzt Part 9. Wir sehen uns dann im nächsten. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Blue Gangster ist jetzt weg. Tschüss.